Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Rot. Hier ist das Carpador. Ja, bitte weg. Und fertig. Carpador gerettet. Und damit haben wir es freigeschalten. Das freut mich natürlich persönlich sehr. Flap, flap. Und damit haben wir auch alle Pokémon freigeschalten. Das ist unfassbar. Das ist aber ganz schön viel, was wir hier gerade gekriegt haben. Ist auch doof. Auch doof. Ist auch doof. Aber es ist nichts, was wir nicht löschen könnten. Alles klar. Ich bin voll, zumindest fast. Als nächstes gehe ich zu Peter. Peter? Komm mit zum Team. Peter kann auch mal ganz kurz Anführer werden. Ich habe gerade gesehen, dass wir Gummi dabei haben. Ich weiß nicht, wie viele, aber doch ein paar. Ich habe doch ein paar gefunden. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das gemacht habe. 5 bis 6 Tage oder sowas. Angriffsass, ja, das brauche ich dringend. Hier, klar, Gummi. Und Grüngummi. Was macht denn bitte Angriffsass? Das interessiert mich jetzt. Oh, ist auch geil. Geht dafür irgendwas weg? Ja, Ausweicher. Was macht das? Dann mache ich lieber Ausweicher. Ja, Ausweicher ist besser. So, dann können wir jetzt gehen. Und was haben wir hier nur noch als Auftrag? Die Ruine, die hat 99 Ebenen. Der Silbergraben, der hat 99 Ebenen. Und der Weit-Weit-Berg. Das Einzige, was wir vielleicht noch gucken könnten, ist... Rettan ist nicht da. Ich weiß nicht, ob wir dafür die Ruine geschafft haben müssen, damit wir das freischalten. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir noch irgendwas freischalten werden. Was habe ich denn dabei? Eine Sinnelbeere kann noch weg. Ja. Was brauche ich? Ich brauche dringendst einen Apfel, einen Belebersamen. Ein Sterilorb. Alles klar. Einen Apfel, einen Belebersamen. Vielleicht noch ein Top-Elixier. Und einen Sterilorb. Ganz wichtig. Was haben wir hier noch? Noch 2700. Wie viel haben wir hier noch drin? Ja, ja, ist nur Billighead. Gar nichts. Okay, dann kann ich das da mal einlagern. Ich weiß übrigens nicht, also muss ich mal auf die Uhr gucken. Jetzt ist es also 20.04 Uhr, okay. Ah, guck mal, da ist Rettan. Oh nein, Militalis ist K.O. Was soll ich nur tun? Wenn ich versuche zu helfen, geht es mir genauso. Oh nein. Militalis, hilf mir. Hier spricht Militalis, bitte rette mich. Die Belohnung ist ein Geheimnis. Arctos ließ den SOS-Brief, den Militalis offenbar schickte. Ich heiße Militalis. Wir kamen problemlos in den Dungeon. Aber hier ist es schrecklich. Das ist einfach zu schwer. Rettan hat es gleich am Anfang erwischt. Ich könnte echt heulen. Irgendjemand, bitte hilf mir. Ich bin in der Wunschhöhle. Die Belohnung ist geheim. Aber der absolute Oberhammer, so viel ist sicher. Der Ort, an dem sich Militalis offenbar verirrte. Die Wunschhöhle steht jetzt für Erkundungen offen. Sehr schön. Also müssen wir dafür doch nicht die Ruine geschafft haben. Ich habe nur nicht dahinter geguckt. Das ist doch schon mal was Gutes. So, Peter, bist du bereit? Wir gehen jetzt auf den Weit-Weit-Berg. Ein bisschen Gipfelstürmen. Nenne ich es gerne. Gipfelstürmen. Ja, speichern. So. Schnell. Och, nee, wirklich nicht.
Also ich habe keinen Bock. Ich nehme auch später am Silbergraben und in der Ruine nichts mit. Das ist mir zu anstrengend. Auch wenn ich könnte, nee. Also nein. Also wirklich nicht. Na, muss nicht. Pulverschnee ist nur versiegelt. Das geht. Das löst sich ja dann gleich wieder. Doch ist das nicht sonderlich schwer. Wie man hier sieht. Nein. Vergiss es. Ah, ich frage mich, wie weit wir hier kommen, wenn ich 25 Minuten mache. Also bis 25 ungefähr. Das heißt, wir haben jetzt noch 18 Minuten. Ja, mal sehen, wie weit ich da kommen werde. Quappo pennt, das kann er mal machen. Oh nein, es macht Verfolgung. Daneben. Mal gucken, wie weit ich komme. 40 Ebenen hat der, hat die ganze Chose hier. Nein. Schon gar nicht, weil ich dann nicht mehr über Wasser kann. Mit Quappo kann ich noch über Wasser, mit dir geht die ganze Sache nicht mehr. Geld! Schlafen. Ich war sehr müde. Ich habe nach dem Sturm ja nicht genug Schlaf gekriegt. 314, sehr gut. Ach ja, Schnee. Wir sind ja jetzt doppelt so schnell. Stimmt. Ich erinnere mich, mit Schnee war da was. Schnee ist cool. Oh, ein Lunastein. Das hält sogar einen Angriff aus. Das ist sehr gut. Also für das Lunastein, für mich eher weniger. Das kostet wieder nur Zeit. Ja, mach du mal. Ja, es schlägt Quappo. Toll. Verdient einen Orden dafür. Schlafsamen. Geld, Geld. Schlafsamen muss nicht sein, aber Geld nehme ich gerne. Geld nehme ich gerne. Ein Sonnenfehl. Ich habe gesagt, ein Sonnenfehl. Geht doch. Hier ist nichts. Hier ist ein Sonnenfehl. Zum Glück habe ich es nicht verfehlt. Ahahaha. Nocturne setzt Agilität. Nocturne setzt nochmal Agilität ein. Hier, das hast du von deiner Agilität. Und wir sind auf Ebene 8. Das geht, wir kommen relativ gut voran. Nicht so schön wie im Sturmmeer, aber dennoch ganz gut. Das Sturmmeer, das war ja echt sehr schnell, muss ich sagen. Hätte ich nie gedacht, dass man das Sturmmeer so schnell schaffen können. Sonnenfehl. Echt viel Geld hier in dem Dungeon. Was ist das? Ein Gusto. Ja, toll. Den brauche ich dringend. Nicht Kaskade. Taucher. Taucher muss mal weg. Was hast du davon? Oh, zwei hast du mir damit abgezogen. Sehr gut. Nach dem Kampf bin ich wieder voll. Ach, das war sehr klug verdient, Nocturne. So, zweiter Bereich. Dort ist ein Blendsamen. Hier werden wir es auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit Essen haben. Ganz einfach, weil wir hier nicht immer mit Gummis zugeschissen werden. Oh, 6 Poké-Dollar. Ja, die sind nützlich. 300, 100, 200, 6. Toll, danke. Ach, genauso wie das. Jetzt bräuchte ich so super mobil, das wäre schon schön. Oh nein, ein Schlafsamen kann ich nicht mehr benutzen. Das ist natürlich traurig.
Ja, kannst du behalten. Wenn ich ihn nicht benutzen kann, dann brauche ich den nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hasse dich. Egal. Quappo würde das schaukeln, wenn er Lust hätte. Jetzt hätte er sogar Taucher einsetzen können. Jetzt wäre es kein Problem gewesen. Jetzt stände er im Wasser. Oh, ein Morabbel. Cool. Minuten haben wir noch. Kann nicht explodieren, weil Quappo dabei ist. Sehr gut. Ne, ich gehe mal lieber hier lang. Ein besiegtes Mundtier. Wie kommt es bloß dorthin? So, E13. Ganz viele Morabbel hier, hä? Muss ich sagen, relativ viele. Das hat sich sehr gelohnt. Komm halt her, du blödes Vieh. Macht's ab. Gib mir lieber dein Geld. Es würde wirklich aufhören zu werfen, wenn diese vier genau vor mir stehen. Das ist so ein bisschen Dornenverschwendung. Oh. Ne, besinn ein paar, kann ich Pulverschnee machen. Hat jemand überlebt? Nein, es gab keine Überlebenden. Oh nein, leicht gesunkener Spezialangriff, das werde ich nicht überleben. Meine Nase juckt. Nicht schön, aber nicht zu ändern. Der ist weg, der ist weg. Und Peter ist Level 51 und es erlernt Willens. Ui. Hohoho, ist das. Hohoho. Was für eine schöne Attacke. In Edition mit Arktos kann man das gut spielen. Willenslese und Eiseskälte. Muss man aber Arktos am besten mit einem Fokusgurt ausrüsten, damit es eine Attacke übersteht. Falls es mit einer Attacke draufgehen sollte, wie Steinkant und sowas, das ist dann relativ böse. Aber ansonsten... 202. Ich kann mich nicht beschweren. Das Geld ist hier super. Und wie viel ist das? Ja, 214. Ach, ich wollte gerade aufs Geld gucken und da war ich schon im Treppenmenü. Gucke ich halt jetzt aufs Geld. Hagel, ja, mich stürzt nicht. Quappo eher. 6000 habe ich schon. Nur weil ich jetzt Zeug sammle. Ach ja, ich muss ja auch nochmal auf die Drachenhöhe. Stimmt, das habe ich ja komplett vergessen. Ich mir noch Fliegen holen muss. Nicht, weil ich den Himmelsturm so gerne zeigen will, oh nein, Fassade ist alle. Nicht, weil ich den Himmelsturm so gerne zeigen will, sondern einfach, weil Arktos mit Fliegen relativ gut ist und ich euch zeigen will, wo es Fliegen gibt, aber... Ich glaube, nee, ich mach das. Kostet zwar nochmal eine extra Folge. Vielleicht zwei? Nee, zwei sicher nicht. Aber eine kostet es auf jeden Fall, sind 30 Ebenen. Also geht schon relativ schnell, aber gibt schnelleres. Wie das Sturmmeer. Das war echt krass. So, was kann ich essen? Ich kann mal einen Blendsamen essen. Ich kann noch einen Blendsamen essen. Dann kann ich mal einen Apfel essen. Dann kann ich mal Plosivsamen essen. Dann kann ich mal einen Plosivsamen essen. Und dann gehe ich die Treppe weiter. Oh, ein Keckleonladen. Mundtier ist besiegt. So, Graugummi, na, das ist aber preiswert. Nehme ich mit. Ei, na gut, das kostet immer noch ganz schön viel, aber die Gummis, die nehme ich gerne mit. Dafür kriegst du von mir einen Gusto-Samen
und einen Chaos-Samen. Ist das nicht freundlich von mir? Weil ich so nett bin, gucke ich, ob ich hier... Nee, sonst habe ich hier nichts mehr, was du haben kannst. Egal. 50 für 400. Na gut. Aber es sind immerhin Gummis. Und echt preiswert. Normalerweise kosten die... Ist schon, also viermal so viel. Aber Lebersand funktioniert nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Aber den kann ich auch nicht einfach hier rumschmeißen. Ja, das war's mit Azumarill. Normalerweise hatte ich eigentlich vor, den Gusto-Samen auf irgendein Viech zu werfen, was hier rumläuft. Aber da haben wir ihn halt verkauft. Plosivsamen, Gusto-Samen, juhu. Plosivsamen gerne. Kann ich noch essen. Gibt 5 Mageninhalt. Aber Gusto-Samen muss nicht... Also wirklich nicht. Apfelfunk... Dafür habe ich die Gummis jetzt. Parasekt, davon habe ich heute erst in der letzten Folge Gelbe Edition gesprochen. Wie böse das eigentlich ist. Der Pilz auf Parasekts Rücken ist ja nur ein Parasit, der den Körper von dem Krebs übernimmt. Oder? Ach, Pilzspore von Parasekt. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. Hä? Wieso ist das Körper? Ja. Gusto-Samen. Kannst du wegmachen. Brauch kein Schwein. Ich gehe lieber hier weiter. Oh, noch 8 Minuten. Mal schauen, wie weit wir dann noch kommen. Oder ich mache einfach den Dungeon noch durch, wenn das so gut weiterläuft. Wir haben jetzt 10 Minuten für 23 Etagen gebraucht. Also denke ich mal, wir kriegen das auch so noch hin. Hier, Granbull. Habe ich nie verstanden, warum das auf einmal Fee geworden ist, Typ. Also, das fand ich allgemein so ein bisschen... Wenn sie schon den neuen Typ Fee einführen, ne? Erstens, warum ist der sehr effektiv auf Drachen? Das habe ich von vornherein nicht verstanden. Muss jetzt leider so weitermachen, denn der Sterilorb ist dafür, falls Quappo Sympathie verliert. Wenn Quappo die los ist, dann kann ich erst meinen Sterilorb einsetzen. Weil sonst bin ich am Arsch. Oder kurz bevor bei dem Illusions-Pokémon sind. Was sich niemand denken kann, was das sein wird. Oh, das ist so geheim. Erstens kennt fast jeder dieses Spiel und zweitens, wer es dennoch nicht kennen sollte, der kann sich's denken. Flairsamen. Das kann ich gleich mal essen. Und ein Parasekt. Weil wenn es alles schief geht, dann muss ich... Naja. Nee, also ich muss auf jeden Fall die Arktos die Röntgenaugen abnehmen, weil die sonst verloren gehen und das will ich nicht. Und die kann man nicht abnehmen, wenn Dinge schleimig sind. Beide Belebersamen gehen jetzt schon nicht mehr. Ach, das wird jetzt aber auch langsam so ein bisschen viele Fallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es werden langsam viele Fallen. Ja, Quappo kann das alleine. Eisstrahl ist alle, aber hier ist so ein bisschen Geld. Und Arktos Level 59. So, 29 Ebene. Das kann ich mal einmal hier einen Dorn reinknallen. Was ist das? Das ist Geld, das nehme ich gerne mit. Oh, 4, toll, danke. Aber zumindest hat es mich auf den richtigen Weg geleitet. Der Rest der 170 waren ja da, oder waren es 180? Ich habe nicht genau aufgepasst. Wenn man hier einen Schlüssel hat... Ja, Quappo kriegt das schon hin. Wenn man hier einen Schlüssel hat auf dieser Ebene, Ebene 30... kann man sich hier eine Sympathie holen.
Hier irgendwo gibt es wieder so einen Schlüsselraum, da ist eine Sympathie drin. Hier Ebene 30. Oder Ebene 35. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier im Weit-Weit-Berg kann man sich eine Sympathie holen. Falls ihr schon mal immer eine haben wolltet und nicht die aus den Jobs, die ich da momentan benutze, Steve Jobs, die ich momentan benutze, habt, dann einfach hier suchen. Da ist ein Tyrak. Oh. Na, mal gucken. Ja, ja, ja. Da ist das Geld. Da ist Dickdreh. Lass Dickdreh in Ruhe. Das hat mit mir gerade die Pokéjäger gemacht. Das gibt's doch nicht. Wurde ich gerade unterbrochen? Musste die Aufnahme abbrechen? Und dann, und jetzt leckt's. Na, also. Das ist furchtbar. Ich muss wieder meine Tür zu schließen. Ich sag das jedes Mal. Aber dann nehme ich zwischendurch zwei Folgen auf, bei denen es dann funktioniert. Und dann denke ich, ach, ja, bei der dann angeklopft wird und ich dann. Und dann nicht einfach meine Tür aufgeht. Und, aber man merkt. Zwei Folgen geht's gut. Selbst wenn ich da unterbrochen werde, wird angeklopft. Und dann funktioniert es wieder nicht. Na komm, lass mich in Ruhe. Ja, Silberdorn. Florian Silberdorn, den Witz habe ich schon mal gebracht, den ich erinnere mich dran. Ach, Dickdreh, lass gut sein. Kollege. Schlafsam. Ich wundere mich, dass der nicht auf den Schlafsam getreten ist. Ohne Quatsch. Warum habe ich das gerade gemacht? So, theoretisch noch 2 Minuten, es sind aber auch nur noch 6 Ebenen, also mache ich das jetzt noch schnell in der Folge. Na komm. Also. Ihr habt ja eh schon erwartet, dass hier nicht so viel passiert, aber. Wer das nicht erträgt, diese 6 Ebenen noch, der kann gleich vorspulen. Denn am Ende gibt es das Illusions-Pokémon. Liebe diese Teile hier. Vor allem jetzt, wo ich keine Attacken mehr habe. Schlafsam. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Zum Glück kann ich hier so ein bisschen abkürzen, indem ich hier die Schleichwege gehe. Natürlich ist es im letzten, wo man nachguckt. Unfassbar. Ach, lass mich in Ruhe. Wie viel habe ich eigentlich noch davon? 24. Oh, ich mache mir ja Sorgen, dass das langsam alle wird. Falsche Richtung. Wenn man einmal rennt, kann man damit aber nicht mehr aufhören. Das ist das Problem. Magenknurrt wieder. Aber mal gucken, ob ich das, ohne noch irgendwas essen zu müssen, schaffe. Sonst haue ich mir einen Gummi rein. Ansonsten nehme ich mir die Gummis auf, damit Arktas noch einen Boost kriegt. Ihr wisst schon. Kriegt der Boost, wenn man das im Partnerareal den Typen gibt. 422. Ich habe jetzt 11.800. Nur durch diesen doofen Dungeon hier. Alter. Heavy. Nein, ich muss was essen. Na komm, hau dir den Graugummi rein. Boah, ist das viel Kohle. Gronkh würde sich freuen. Hahaha. Oh, die 26. Ja gut, auf die konnte ich natürlich nicht verzichten. Komme ich da unten lang? Oder ist das Sackgasse? Eisstrahl, toll. Ist nützlich auf jeden Fall, dieses Siegel. Oh. Das hat's der Falle tierisch gebracht. Ja, wir sind ja gleich da, also.
Ah, ich gehe nicht da hoch. Guck hier runter, da ist nichts. Dann gehe ich jetzt doch da hoch. Guck ich jetzt hier runter, da ist ein Chaos-Samen. Den können sie behalten. Na gut, ich nehme doch mit. Dann gehe ich jetzt nochmal da hoch. Dann gehe ich jetzt nach links. Dann gehe ich jetzt hier runter. Und dann gehe ich hier lang. Die Treppe nach oben. Und dann gehe ich jetzt hier längs und dann gucke ich hier mal nach links und dann nehme ich mir das Geld, oh, fast 500, nehme ich mir das Geld mit und dann gucke ich mal hier hoch, dann nehme ich mir das Geld, oh, auch wieder 400. Mann, 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 hier kann man reich werden. Und ich rede nicht von Frankreich, sondern richtig reich. Dagobert Duck reich. Oh, wie viel das ist. Heiliger. Ja, Arctos pennt wieder eine Runde. Kann ja machen. Stört mich nicht. Toll. Ach, wieder am letzten, wo man nachguckt. Das ist furchtbar. Ja. Ja, jetzt bin ich gerade 3 Minuten über dem, was ich eigentlich machen wollte. Dauert die Folge halt doch 30. Und nicht nur 25. Naja, du mich auch. Doofe Falle. So, wir sind... Okay, Arctos ist eh alle. So, wir haben fertig. Peter wird Anführer. Deine Sympathie geht, ja. Dann setzt du jetzt den Steril-Orb ein. Deine Röntgenaugen nehmen wir dir weg. Und es leckt schon wieder. Jetzt hat es damit aufgehört. Na, die Röntgenaugen haben wir weg. Arctos. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann im Partnerareal wieder. Und wir treffen jetzt auf das Illusions-Pokémon. Juhu, Zelda. Exzellent! Es war eine weite Reise, um hierher zu gelangen. Zahllose Herausforderungen erschwerten den Weg. Viel gefährliche Dungeons galten es zu meistern. Und am Ende wartete der höchste Gipfel des Weit-Weit-Berges. Wahrlich, dies ist nur den Auserwählten vorbehalten. Jedoch, dies ist noch nicht das Ende. Ich bin Ho-Oh. Ich erschaffe den Regenbogen am Himmel. Nur wer auch mich im Kampf besiegt, wird diesen Berg wahrlich meistern. Dies ist die letzte Herausforderung. Es soll beginnen. So, Hydropumpe. Und was habe ich hier? Los, friss Schlafsamen, Kollege. Kaskade. Kaskade. Friss Schlafsamen, Kollege. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so viel abzieht. Kaskade. Ach komm schon, das ist jetzt... Ich mach mal zur Sicherheit den da. Kaskade! Und Kaskade! Und Kaskade! Es fällt ganz schön viel aus. Kaskade! Ja, eben. Genau deswegen habe ich zur Sicherheit soeben den da gemacht. Weil darauf habe ich keine Lust. Deswegen... Kriegst du jetzt den da reingedonnert? Kaskade! Juhu, Zelda, ich hätte nicht antworten dürfen. Chaos-Samen. Scheiße. Mann! Bring ich halt nochmal da drauf. Ich
will den Weitberg aber nicht nochmal machen. Ich hoffe, ihr versteht. Unfassbar, trifft der Typ mich trotzdem. Ich rüste mich mal mit Surfer aus. Mal gucken, ob das besser ist. Das war daneben, übrigens. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Och, komm schon, hör auf mit dem Rotz hier. Mach ich Hydropumpe. Mach ich, wie es ist. Hydropumpe. Du kannst Genesung. Du willst mich doch verarschen. Mach ich Hydropumpe. Mach ich Hydropumpe, habe ich gesagt. Mach ich Hydropumpe. Werfe ich einen Flairsamen. Geht daneben und sterbe. So ist das ehrlich gesagt nicht geplant, dieser Kampf. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich nicht. Das war daneben. Das war auch daneben. Ach komm schon, oh oh. Oh, das war der falsche. Was kann ich sonst noch machen? Hier, Schlafsamen. Dann kann ich mich entfernen. Hier, Schlafsamen. Schlafsamen, habe ich gesagt. Das ist doch Scheibe. Hier. Geh kaputt. Hier, Chaos-Samen. Tu, was du am besten kannst. Sorge für Chaos. Und dann werde ich jetzt hier noch einmal absaven. Dass es auch noch funktioniert. Das ist echt raffiniert von diesem Ho-Oh. Komm schon. Und jetzt pennen. Angriff. So war das nicht geplant. Flairsam. Und jetzt ist die Sinnelbeere. Komm. Es hat sich nicht mal angeschlossen. Es muss sich anschließen. Okay, ich würde sagen, das reicht für die Folge und ich versuche hier noch ein bisschen weiter das Ho-Oh anzuschließen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Hier noch so ein kleines Bonusende für euch, Freunde. Ho-Oh hat sich nicht angeschlossen. Ich habe das jetzt so oft probiert, aber Ho-Oh wollte einfach nicht. Ich mache den Berg jetzt einfach noch mal und mal gucken, ob sie es dann anschließen will. Also, wundert euch nicht, wenn ich dann Millionär bin. Das wollte ich noch gesagt haben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.